Running Podcast. Episode 100 hätte es heißen sollen, aber dazu ist es nicht so wirklich gekommen, wie Thomas es sich vorgestellt hat. Dazu später mehr. Mein Name ist Thomas. Und gemeinsam mit Peter war Thomas dann schon dran, um den Podcast aufzunehmen. Was er genau vorhatte, wussten wir auch nicht genau. Aber wir waren bereit und Peter wusste natürlich auch Bescheid. Wir warteten auf sein Zeichen und bereiteten uns mit Michaela vor, die uns reingelassen hat. Dann warteten wir auf das ganz konkrete Zeichen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Und somit ging die Tür auf und alles Weitere seht ihr jetzt. Hallo! Hallo Thomas! Hallo. Herzlich willkommen in deiner Sendung. Die 100 ist voll. Du weißt das? Scheiße. Oh, oh. Nee. Boah, wie geil ist das denn? Ihr seid doch total bekloppt. Ja, das wissen wir. Oh nein. Was ist denn hier los? Ja, mach Fotos mich an. Ja, jetzt wissen auch deine Leute, deine Hörer, wie es hier aussieht, würde ich sagen. Gott, wir stehen über ein Bier rum. Ey, ich muss erstmal jetzt klarkommen hier. Die reißen die Tür auf, dann hält mir einer einen Strahler ins Gesicht, weil Jan, klar, ist wieder mal hier mit Foto und Video dabei und dahinter eine ganze Horde meiner Lieblingsmenschen. Oh, mit einer mega geilen Torte. Das Torte, die werde ich als Episode total bauen. Ist ja klar. Und ja, ich würde euch gerne im Einzelnen mal ganz kurz vorstellen, wer hier gerade eingelaufen ist. Ich fange einfach mal mit der Reihe nach an. Ganz hinten. Warte, kannst du kurz beschreiben, was der Thomas gerade nicht schafft? Was der Thomas gerade nicht schafft, ist scheinbar, wir uns alle jetzt irgendwie vernünftig hier aufzunehmen, ohne dass wir 1000 Echos haben. Und außerdem haben wir ja noch ein paar Leute auf unseren Außenposten, die leider heute nicht hier sein können. Das wird nicht das größte Problem sein. Ich muss erstmal versuchen, diese zweite Spur hier in Gang zu kriegen. Sollten wir das vielleicht da vorne einklemmen? Nicht, dass du das Echo gerade hast, weil du es so dabei hast? Nee. Brauchst du ja auch nicht. Wir stellen sie einfach ins Netz, du musst sie dir nicht angucken. Ja, super, vielen Dank. Ja, das ist ein Podcast hier, ja. Das sieht man normalerweise nicht, was ich mache. Es gibt auch Kollegen, die sind hier dabei. Ihr könnt froh sein, dass ich nicht Nackenoberkörper jetzt. Ja, dafür hat deine Frau gesorgt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Michaela, die nämlich eingeweiht war und dafür gesorgt hat, dass du eine anständige Hose hast. Aber ehrlich, ja. Ihr seid bekloppt, echt. Also ich freue mich riesig. Und jetzt habe ich gehört und deswegen, ich weiß, ihr dreht alle. Der Peter ist noch da, ja. Weil Sandra, Hego und Peter ja nicht dabei sind, kannst du denen nochmal eben sagen, tu wenigstens einmal noch ein bisschen aufgeregt.
Es tut mir... Ist das ein Video? Ja. Es tut mir einfach so leid, dass ich das nicht hinbekommen habe. Ich habe es technisch einfach nicht hinbekommen. Genau. Hat er ein bisschen verkackt. Ihr habt es auch gesagt. Sagen, ihr habt den Podcast gecrashed. Ihr seid schuld. Ich war nicht Herr der Lage. Ich habe es halt nicht hinbekommen. Und ich danke euch aber, dass ihr quasi dabei wart. Und ich hoffe, dass ihr noch auf anderen Wege dabei sein werdet. Per Sprachnachricht. Oder hat da jemand nicht ganz hingekriegt? Ich bin euch sehr dankbar für all das, was ihr getan habt. Ich könnte jetzt weinen. Mach ich aber nicht. Ein spannender Abend geht zu Ende. Und ich glaube, Thomas wird sich noch lange daran erinnern. Vielen Dank an alle, die dabei waren.